Am liebsten würde ich ihn jetzt fragen, wie ein einzelner Mensch eigentlich so dumm sein kann. Stell dir mal vor, du bist mit dem alleine im Büro und fängt an zu brennen. Das Erste, was er tun würde, wäre pusten. Wenn das nicht hilft, würde er sich mit einer Gießkanne davor stellen, mit den Schultern zucken und wir könnten uns glücklich schätzen, wenn da Wasser drin wäre und nicht Desinfektionsmittel. Wahnsinn! Man hat ja letztens festgestellt, dass, wenn man in seiner Kindheit viele Kopfbälle macht, man sehr viele Gehirnzellen verliert. Ich bin mir sicher, er war der Größte in seinem Fußballteam. Ich bin so zerrissen, ich würde ihn so gern anschreien jetzt. Ich frage mich, wo zur Hölle er gewesen ist, als er in der Schule gelernt hat, wie das Leben funktioniert. Wahrscheinlich krankgeschrieben, so attestierte Dummheit vom Arzt. Ah, der Patient weiß leider nicht, was eine Tür ist. Das Problem ist nicht, dass er immer drückt, wenn er ziehen steht oder zieht, wenn er drücken steht. Das Problem ist, dass er vor der offenen Tür stehen bleibt, um die umstehenden Menschen zu fragen, wie man da jetzt reinkommt. Wobei ich letztens von meiner Kollegin Marina gehört habe, dass er wirklich sehr lange krank war. Ich meine, es ist ja noch schwer, wieder zurückzufinden, ne? War so lange krank, dass man nicht checkt, wie man miteinander arbeitet? Vielleicht hat ihm das auch nie jemand gezeigt. Ja, aber dann muss er fragen. Muss er fragen. Gibt keine dummen Fragen. Gibt nur dumme Antworten. Ja gut, ich hätte da jetzt auch überreagiert. Vielleicht gut, dass er nicht gefragt hat. Vielleicht erkläre ich ihm das jetzt einmal. Schließlich hat er das mit der Kaffeemaschine und dem Anknopf auch recht schnell verstanden. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust, mich da jetzt länger drüber aufzuregen. Wenn ich den jetzt anschreie, macht er es recht dicht, ne? Ist ja klar, wäre bei mir nicht anders. Ich weiß noch, als ich mal 3 Wochen in der Schule gefehlt habe, wegen Grippe. Und ich habe bis zum Ende des Schuljahres gedacht, binomische Formeln haben mit Rennsport zu tun. Also, vielleicht nochmal durchatmen, in Ruhe überlegen, was würde mir in so einer Situation gefallen, wenn mich jemand fragt. Zum Beispiel, du scheinst sehr dumm zu sein. Ist dir eigentlich noch zu helfen? Das wäre vielleicht immer noch ein bisschen hart, ne? Du scheinst bescheuert. Nee, das ist auch hart. Ich hab's. Du scheinst überfordert zu sein. Brauchst du Hilfe?